Dieser Sauerstoffreich da ungefähr 190 Gäste heute Abend zu besuchen. Wir haben relativ wenige Absagen. Es spricht für die Idee, das spricht aber vor allem für die Vorarbeit, die ich tatsächlich nur in der Idee hatte und die aber am Ende mein grandioses Team auf die Beine gestellt hat. Und das Schöne ist ja, habe ich vorhin mir gerade beim Duschen noch mal durch den Kopf gehen lassen, wenn man eine Idee hat und am Ende eine fixe Idee von einem tollen Team umgesetzt wird, was will man als Chef mehr? Und dafür möchte ich allen, die an dem Projekt, und es sind wirklich alle Mitarbeiter, die heute Abend hier sind, in irgendeiner Form daran beteiligt gewesen, möchte ich Danke sagen für die tolle Vorbereitung, für das Herzblut, was ihr in den Event gesteckt habt, in die Idee. Und ganz explizit möchte ich eigentlich vier Personen einmal herausheben. Das ist einmal die Inge allen voran, unsere Chefdesignerin. Weil sie hasst es, wenn ich sie erwähne, ich mache jedes Mal genau deswegen. Inga ist zuständig für alles, was ihr heute an Kreativität außer den Kunstwerken selber seht. Der Katalog, die Vorbereitung, die Webseiten, die gesamten Grafikelemente kommen alle aus Ingas Kopf. Und ich sage immer ganz im Unternehmen, ich habe die Idee, ich bin nur zu dumm zu umsetzen. Also ich kriege es nicht aus meinem Kopf raus, ich sage Inga, was ich will und es kommt dann meistens das raus, was ich mir vorgestellt habe. Und dafür vielen Dank, Inga. Dann Annika. Und die haben mich heute, glaube ich, auch während dem Aufbau mehrmals verflucht. Und jedes Mal, es waren nicht viele Anrufe heute, ich habe deutlich mehr erhofft. Dachte, kam da so, ach, wir haben nur, ihr wollt nicht anstören, aber wir haben ein Problem. Und du wirst uns hassen, weil wir haben ganz viele Sachen umgestellt und nicht so, wie ich wollte. Weil ich meine, alles gut. Deswegen habe ich ja euch auch quasi damit betraut, den Aufbau zu machen. Wir haben heute hier insgesamt fast 7 Stunden den Raum auf links gedreht. Wir waren gestern Abend, heute Nacht um 1, als wir angefangen haben mit dem Aufbau, noch Möbel drin. Kein einziges Exponat und wir haben heute den Raum hier in unsere kleine Vernissage verwandelt, um eure Kunstwerke auch ins rechte Licht zu rücken. Und Annika ist da, also das organisatorische Hirn, was Inga im Kreativen ist, ist Annika im organisatorischen. Dafür danke, Annika. Und dann habe ich mehrfach noch zu hören bekommen, und das ist auch richtig so, dass ohne die Emily und ohne den Marius der Aufbau heute nicht so funktioniert hätte. Und das ist ein bisschen Cyber Spirit. Marius hat heute seinen mehr oder minder ersten Arbeitstag bei uns. Und wir sind immer ganz gut, Leute quasi ins kalte Wasser zu schmeißen und zu sagen, guck mal, da ist Arbeit, da kannst du hin, da kannst du helfen. Und da möchte ich eigentlich überleiten zu der Gesamtidee. Ich bin mehrfach gefragt worden, wie kommt man auf so einen Unsinn, den wir heute Abend hier haben. Und ja, manchmal weiß ich es auch nicht, wo es herkommt. Die Idee war, einfach mal ein Event zu kreieren, der uns als gesamte Branche einfach nochmal anders zeigt. Der diese Liebe zum Detail, und so habe ich es auch in meinem Briefing in Anführungsstrichen tituliert, die Liebe zum Detail, die Liebe zum Thema Qualität, vielleicht auch nochmal nicht nur in Anführungsstrichen den Produkten zeigt, sondern in einer ganz anderen Form. Und da ist Kunst natürlich ein sehr, sehr dankbares Thema, weil sie für mich, und das sehen wir heute Abend, schon ein bisschen Spiegel des Künstlers, aber auch Spiegel der Unternehmen sind. Und wenn man mal bei denen, wo man jetzt vielleicht nicht direkt sieht, weil irgendwo ein Firmenlogo integriert ist, ein Produkt offensichtlich ist, einfach mal versucht, also man schirmt,
wo der herkommen könnte. Aber einfach mal versucht, ja, mach mal. Weil du kannst das nicht gut sein. Probier mal. Ich glaube, 90% erkennt man. Weil ich schon denke und ich selber gesehen habe, dass es Kunstwerk ist, der Spiegel meiner Meinung nach der Unternehmen. Ich muss sagen, wir haben 42 Kunstwerke heute Abend hier. Ich hätte im Leben niemals nie mit 42 Kunstwerken gerechnet. Ich dachte, naja, 10, 15 verrückte Findeste, die an dem Event mitmachen wollen, die die Zeit, die Muße, durchaus auch das Geld investieren, die Ressourcen freigeben bei Teams. Es sind 42 geworden und das ist schon grandios. Und dafür möchte ich vor allem 34 Unternehmen, die letztlich jetzt mitgemacht haben, 34 treuen Partnern, ohne die wir unser tägliches Brot nicht stemmen könnten und unsere Jobs nicht machen könnten, ganz, ganz vielen lieben Dank sagen. Also sprich euch, danke nicht nur für die Kunst, danke vor allem auch nochmal für letztes Jahr und danke vor allem für die ganz, ganz vielen Dinge, die dann auch noch in der Zukunft kommen. Vielen lieben Dank. Wir streben als Cyberware immer so ein bisschen, wir sind so ein bisschen perfektionsgeil, wenn man es mal ganz salopp sagen möchte. Wir fordern euch als Lieferanten immer wieder. Wir versuchen immer Grenzen zu verschieben und es gilt auch für unsere eigene Umsetzung. Also auch hier, wenn wir uns den Katalog anschauen, den wir übrigens heute Abend, also bitte keiner gehen, jeder bekommt einen Katalog von uns mit. Jeder Künstler, jedes Unternehmen bekommt nochmal ein Analogbild mit, was draußen auf dem Weg zu den Toiletten nochmal steht, was wir auf Galeriepapier haben drucken lassen und gerahmt haben. Also bitte nicht ohne eure Goodiebag nach Hause gehen, heute werdet ihr mal beschenkt mit schönen Werbemitteln, die ihr selber mit nach Hause nehmen könnt. Die Fotos, und das ist jetzt so die Perfektion, kommt von der Monika Neumacher. Moni, vielen lieben Dank. Monika kenne ich auch schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Und auch als ich Monika irgendwann letztes Jahr angerufen habe, gesagt, wir müssen mal irgendwie 15, 20 Bilder machen. Da hat sie gesagt, ja klar, komm, machen wir mal eben. Und dann kam sie irgendwann im November und hat gesagt, so, oh, sind mehr geworden. Mist, ja, wir gucken mal. Haben wir an einem Tag den 10 Stunden durchgeshootet. Und ich glaube, das Ergebnis ist sowohl digital, also in der Farbvariante, als auch in der analogen Variante, wirklich sehenswert geworden. Und dafür danke Monika. Kunst tut Gutes. Ich bin häufig gefragt worden heute Abend, was passiert mit dem Ganzen. Ich habe es im Vorfeld immer wieder auch versucht zu erklären. Wir werden nicht heute Abend hier mit dem Hammer stehen und versteigern. Das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Dann ist 25 Uhr durch, morgen früh. Wir haben seit 19 Uhr heute Abend eine Auktionsplattform offen, die parisclub.org. Auf der Plattform sind alle zu versteigernden Exponate. Es gibt zwei, die sind nicht drauf, die explizit nicht versteigert werden können. Alle anderen können ersteigert werden. Wir haben einfach mal einen symbolischen Nominalwert abgefragt bei allen, damit wir sagen, okay, das ist so ein bisschen der emotionale Kostenfaktor, den wir ganz gerne auch haben wollen würden als Künstler. Den haben wir als Mindestgebot eingestellt. Die Auktion ist vollautomatisiert, funktioniert so ein bisschen wie eBay. Ganz einfach, einloggen, Gebot abgeben, Höchstgebot abgeben, sich überbieten lassen, weiterbieten, ganz viel Geld reinbringen. Und das ganze Geld stecke ich mir nicht in die Tasche. Das wäre schön. Das ganze Geld, und ich hoffe, es kommt viel zusammen, weil die Kunstwerke sollten es, glaube ich, schon hergeben, geht an Heidelberg.org. Das ist Heidelberg Project in Detroit. Das ist ein Projekt, das wir seit über 15 Jahren in Detroit betreuen und aktiv im Rahmen unserer Partnerschaft, Zusammenarbeit mit Ford irgendwann entwickelt haben und gesagt haben, okay, da ist in Detroit gibt es ein soziales Projekt, dieses Heidelberg Project, wo eben sozial schwache Jugendliche wieder resozialisiert werden über das Thema Kunst. Und es gibt sehr viele strukturschwache Gegenden in und um Detroit herum. Und die werden eben durch diese jungen Menschen quasi zu Kunstwerken wieder belebt. Und das Projekt finden wir
Besucher. Ja, wir haben noch. Warum nicht in Deutschland, aber aus dem eigenen Team. Wir machen in Deutschland durchaus sehr, sehr viel. Wir wollten irgendwas mit Bezug zur Kunst. Und da haben wir direkten Bezug in die Kunst rein. Und ich wollte jetzt auch nichts Neues suchen, wenn wir schon was Bestehendes haben. Das heißt, jeder Euro konvertiert in Dollar geht nach Detroit. Und wir werden es uns sicherlich auch nicht nehmen lassen, den einen oder anderen Betrag nochmal auszurunden. Von daher seid ihr alle herzlich eingeladen, euer eigenes Exponat einzusteigern, zu ersteigern und richtig viel Geld reinzuholen. Das war's. Das Buffet habt ihr ja schon gebeutert. Da war der Hunger schon groß genug, dass ich es quasi inoffiziell eröffnet habe. Es gibt jetzt im Nachgang nochmal ein bisschen warme Fingerfood, die auch nochmal durch die Reihen gehen. Also ihr müsst nicht Hunger leiden. Getränke habt ihr, glaube ich, schon alle entdeckt. Ich wünsche euch von ganzem Herzen viel Spaß heute Abend. Genießt den Abend, genießt die Kunst und in dem Sinne vielen Dank.